Willkommen bei einer Nutzerschulung der Firma InitoS GmbH. Das Thema ist die Nutzung von Nitro-Keys zur Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Nitro-Key FIDO U2F. Aber zuerst einmal die Frage, warum ist uns dieses Thema so wichtig? Sie haben bestimmt auch schon von den vielen gestohlenen Daten gehört. Schlagzeilen zu diesem Thema geistern im Moment ja immer wieder durch die Medien. Als Reaktion darauf wurde der Schutz der personenbezogenen Daten mit der DSGVO verschärft. Eine konkrete Möglichkeit zur Umsetzung dieser verschärften Regeln ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was ist das genau, werden Sie sich jetzt fragen, und wofür brauche ich die? Zwei-Faktor heißt es deshalb, weil man zwei voneinander unabhängige Faktoren zur Anmeldung benutzt, ganz nach dem Motto doppelt hält besser. Nur durch die Kombination der beiden Komponenten bekomme ich Zugang zum System oder werde verifiziert. Ein einfaches Beispiel dafür wäre die Kombination von Bankkarte und PIN. Bei dem Nitro-Key FIDO U2F handelt es sich dabei um einen USB-Stick, der Verbindung zur Webseite aufnimmt. Anhand von Schlüsseln, die bei der Registrierung ausgetauscht wurden, kann der Nitro-Key bei der Anmeldung verifizieren, dass ich der richtige Nutzer bin. Daher auch der Zusatz U2F, Universal Second Factor. So ist der Zugang zu Ihrem Account selbst dann noch gesichert, wenn Ihr Passwort gestohlen wurde. Für diese erhöhte Sicherheit sind nur ein paar Schritte notwendig. Wir müssen den Nitro-Key konfigurieren, dann richten wir zusammen den Browser ein und dann können wir uns schon mit dem zweiten Faktor registrieren. Da der Nitro-Key mit verschiedenen Betriebssystemen und Browsern funktioniert, gehe ich die drei Schritte soweit nötig für Windows und Linux durch, sowie für die Browser Firefox und Chrome. Um die Registrierung am Ende zu zeigen, benutze ich das ERP-System Odoo. Wenn Sie Windows benutzen, müssen Sie für die Konfiguration keine weiteren Schritte unternehmen. Stecken Sie einfach den Nitro-Key in einen USB-Port und er wird automatisch konfiguriert. Für Linux wechseln wir jetzt zum Browser. So, ich habe schon die Webseite von Nitro-Key im Browser geöffnet. Den Link dazu stelle ich Ihnen unter dem Video bereit. Und hier finden wir eine Installationsanleitung für alle Nitro-Keys. Wir brauchen heute die von Nitro-Key FIDO U2F und wir wollen uns jetzt Linux angucken. Hier müssen wir eine Einstellung mit einer UDEV-Datei machen. Diese finden wir hier unten. Wir müssen diese Datei öffnen und den Link hier oben kopieren. Auch den stelle ich Ihnen unter dem Video bereit. Ich kopiere den Link und dann wechseln wir jetzt ins Terminal. Die meisten Linux-Nutzer benutzen das Terminal wahrscheinlich täglich. Ich erkläre trotzdem alle Schritte, damit das für alle nachvollziehbar bleibt. Wir geben jetzt verschiedene Befehle ein und fangen an mit wget. Dieser Befehl lädt eine Datei herunter. Danach kommt ein Leerzeichen und dann fügen wir die URL ein, die wir eben kopiert haben. Das können wir machen mit Steuerung Shift V und dann Enter. Jetzt wird die heruntergeladen. Wir wollen diese Datei jetzt in ein anderes Verzeichnis kopieren. Dazu brauchen wir den Befehl sudo cp für kopieren und dann die Quelle, und die ist die Datei, die wir gerade runtergeladen haben. Die fängt an mit 41, das kann man auch hier sehen, da ist der Dateiname. Wenn wir jetzt den Tab drücken, wird autovervollständigt und wir müssen nicht mehr machen. Das Zielverzeichnis finden wir auf der Webseite angegeben, das können wir uns hier runter kopieren, das ist hier unten. Kopieren und wieder mit Steuerung Shift V einfügen. Und Enter. Sie müssen jetzt ein Passwort eingeben. Ich muss das nicht, weil ich mein Terminal vorher schon vorbereitet habe, sodass ich das nicht eingeben muss. Jetzt kommt der letzte Befehl, den finden wir auch auf der Webseite. Das ist dieser hier unten. Einmal kopieren und wieder mit Steuerung Shift V einfügen. Und damit sind wir fertig im Terminal und können in den Browser wechseln. Bei der Einrichtung des Browsers müssen wir uns tatsächlich nur um Firefox kümmern. In Chrome ist nichts weiter zu tun. Im Firefox geben wir oben in der Adresszeile about:config ein. Das habe ich schon mal gemacht. Dann können wir Enter drücken und bekommen einen Warnhinweis. Wir wählen aus, ich bin mir der Gefahren bewusst. Wir wissen nämlich, was wir tun. Und können jetzt in die Suchleiste U2F eingeben und bekommen die Einstellung, die wir ändern wollen. Durch Doppelklick ändert sich der Wert hier hinten zu True. Und jetzt können wir den Nitro-Key benutzen. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Schritt und das ist die Registrierung im ERP-System Odoo. Die Registrierung erfolgt auf die gleiche Art und Weise, ganz unabhängig vom Browser und Betriebssystem. Für die Registrierung des Nitro-Keys müssen wir uns erstmal ganz normal über die Anmeldemaske anmelden ans ERP-System, also mit E-Mail-Adresse, und dann gebe ich mein Passwort ein.
Das klappt schon mal. Dann gehe ich auf meinen Benutzer, das ist in diesem Fall Tim Tester, und wähle die Einstellung aus. Hier kann man sehen, dass es einen neuen Tab gibt, Manage Two-Step Verification. Das klicken wir mal an und landen hier. Und hier können wir jetzt einen neuen NitroKey anlegen. Wir klicken auf Anlegen, geben dem NitroKey einen Namen. Und dann können wir hier sehen, dass wir aufgefordert werden, den NitroKey einzustecken oder anzutippen. Ich tippe ihn an, meiner ist schon eingesteckt. Und jetzt ist er gescannt worden. Jetzt können wir den NitroKey speichern und sehen hier, dass der NitroKey automatisch als Standard eingestellt ist. Was jetzt im Hintergrund passiert ist, ist, dass die Webseite und der NitroKey Schlüssel ausgetauscht haben, anhand derer der NitroKey später die Verifizierung vornehmen kann. Also wir haben jetzt hier einen NitroKey, der unserem Benutzer zugeordnet ist. Das Ganze können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Wir loggen uns einfach wieder aus. Abmeldung. Und einfach direkt wieder, melden uns direkt wieder an. Mit Passwort. Und jetzt werden wir aufgefordert, den NitroKey anzutippen oder einzustecken. Ich tippe wieder an. Und schon bin ich eingeloggt. Wenn ich mein NitroKey nicht mehr benutzen möchte für die Anmeldung, dann kann ich den ganz einfach löschen. Dafür gehe ich wieder über meinen Benutzer, Einstellungen und Manage Two-Step Verification. Und hier sehe ich ja mein NitroKey. Damit ich nicht aus Versehen das Falsche lösche, gehe ich direkt auf den NitroKey und kann hier über Aktion löschen und dann natürlich bestätigen, den NitroKey löschen. Wenn ich mich jetzt abmelde und wieder anmelden möchte, dann brauche ich den NitroKey nicht mehr. Es gibt noch eine Sache, die man bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung beachten sollte. Man kann nicht zwei NitroKeys zur gleichen Zeit benutzen. Ich habe hier mal ein Beispiel vorbereitet. Ich kann zwar zwei NitroKeys registrieren für meinen Nutzer Tim Tester, aber wir können schon sehen, dass der Default nur für den einen gilt. Also nur dieser NitroKey 2, den ich zuletzt registriert habe, ist der Standard-NitroKey. Das kann ich ändern. Ich kann auf den ersten NitroKey klicken und anwählen Make Default. Dann setzt sich hier der Haken und das ändert sich auch in der Übersicht. Aber ich kann mich jetzt nicht mit dem NitroKey 2 anmelden. Das können wir mal ausprobieren. Ich melde mich ab und wieder an. Und wenn ich jetzt den NitroKey nehme, NitroKey 2, bekomme ich folgende Meldung. Dieses Gerät ist nicht das Standardgerät für diesen Nutzer. Also probiere ich das nochmal mit meinem NitroKey 1, der ja eigentlich der Standard sein sollte. Und hier funktioniert die Anmeldung wieder. Das heißt natürlich für mich, ich kann nicht zwei NitroKeys registrieren, um einen als Backup zu haben, falls ich einmal verliere. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Nutzerschulung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video helfen. Wenn Sie jetzt die Sicherheit Ihrer Systeme erhöhen möchten, finden Sie unter dem Video einen Link, der Sie zum Produktkauf weiterleitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Diese Schulung wurde Ihnen präsentiert von der Firma InitOS GmbH.